Wir haben ein paar geile Uhren für euch dabei und die wollen wir mit euch auspacken. Ich bin Pato. Und ich bin Marco. Und wir sind zusammen Gold Luxury, Greatest of All Time Watches. Genau. Seid gespannt und bleibt dabei. Dann fangen wir mal an und zeige ich euch, was wir Schönes ergattern konnten. Wir haben drei Santos Modelle, drei verschiedene Größen. Jedes Mal ein bisschen was anderes. Wir haben die Lady Santos, die Santos und die Santos 100 XL. Dann haben wir hier eine wunderschöne Rolex Datejust mit blauem Blatt. Ziemlich schön. Eine Daydate, Vollgold, seltene Referenznummer. Und natürlich zwei Daytonas, einmal schwarz, einmal weißes Blatt. Genau. Und zu guter Letzt haben wir noch etwas, das habe ich schon am Handgelenk. Eine schöne Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Blaues Blatt, blaues Kautschukband. Sehr schöne Kombination. Als erstes fangen wir an mit der Cartier Lady Santos in Bicolor. Das ist eine mit Abstand der schönsten Damenuhren, würde ich behaupten. Die goldenen Schrauben, die goldene Lünette, die geben dem Ganzen relativ femininen Touch auch. Hinten hat man natürlich die klassische Cartier-Schließe. Ist auch schön mit dem goldenen Cartier-Logo drin. Und eigentlich wirkt diese Uhr gar nicht mal so klein, wenn man sie am Handgelenk sieht. Bis man natürlich eine Herren-Santos mal hatte und sieht, was hier größentechnisch was hier der Unterschied ist. Und zwar, wenn ich die gerade hier so daneben hinlege, sieht man, dass die 24 mm und die 28 mm von dem Herrenmodell einen deutlichen Unterschied machen. Unter anderem auch natürlich wegen der Bauform, der eckigen Bauform der Uhr an sich. Und die Besonderheit an dieser Uhr hier selber ist, dass das Band, das Godron-Band, relativ selten verbaut wurde und relativ kurz auch nur von Cartier verbaut wurde. Im Vergleich, sage ich mal, zum ganz normalen Band, das Schrauben benutzt, also so Zierschrauben benutzt, haben wir hier diese Godron-Mittelelemente auf Hochglanz. Und das ist relativ selten. Also wenn man so eine Santos sieht, dann weiß man eigentlich, dass sie schon ein bisschen mehr wert ist als die mit den Schrauben. Und ja, eine sehr schöne Uhr, sehr klassische Uhr. Für Männer mit, sage ich mal, mittleren bis kleinen Handgelenken ist die Cartier Santos mitunter einer der besten Uhren. Und für, ich sag mal, für Herren mit etwas wuchtigeren Handgelenken haben wir den großen Bruder der Santos. Und das ist die Santos 100 XL Full Steel mit der, mit dem Stahlband, wie man sieht. Eine massive Uhr, ist auch tatsächlich nichts, was wir einem Kunden empfehlen können, wenn er ein kleines Handgelenk hat oder nur ein mittleres Handgelenk hat. Dafür braucht man schon richtig dicke Arme und es ist einfach eine geile Uhr, sehr beliebt und die wird auch immer beliebter. Genau, mach die Masse auf deine Hand, dass man mal den Unterschied nochmal extrem sieht. Also da sieht man es einfach nochmal ganz klar, 100 XL Stil. Cartier Santos Galbe und Lady Santos mit 24 mm. Das sind alles sehr, sehr schöne Uhren. Wie Marco gesagt hat, die ist ein extremer Brummer, also die ist wirklich nur für dickere Handgelenke geeignet. Das ist tatsächlich eine kleine Uhr im Sinne von, ich sag mal, im Stil von der 36er Rolex, sage ich, kann man ganz gut vergleichen, wie sie am Handgelenk wirkt. Und die Lady Santos ist einfach eine mega schöne Damenuhr, unauffällig, fein und schlicht. Und der Vergleich, das ist ein Bild, den hat man nicht wirklich oft so nebeneinander alle. Von dem her, glaube ich, ist es sehr interessant. Und die sind natürlich dann auch bei uns im Shop erhältlich. Das heißt, alle Uhren, die wir euch zeigen hier in dem Video, gehören auch bei uns, kommen jetzt in den Verkauf, sind bei uns neu reingekommen. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Rolex. Oder was hast du Lust? Rolex ist nie schlecht, kannst du nichts falsch machen. Machen wir weiter mit der Daydate 18238, die Referenznummer. Sehr schöner Zustand, deswegen auch eine Schutzfolie, wurde frisch poliert. Ja.
Was man an der Uhr natürlich sieht, ist, dass sie schon ein paar Jahre intensives Tragen hinter sich hat. Dadurch ist das Band ziemlich gestretched, aber ich sag mal, das ist nichts, was ein guter Uhrmacher oder ein guter Goldschmied nicht hinbekommt. Und das ist die Uhr natürlich auch wert, die Pflege, weil es sich hier um ein Fullset handelt. Die Uhr hat Papiere dabei, die hat sogar eine Erstkaufrechnung. Und das ist für eine Uhr in dem Alter eigentlich eine absolute Seltenheit, vor allem für so eine Uhr. Also die braucht nur ein bisschen Liebe und dann ist es eine Uhr mit Sammlerpotenzial, absolut. Definitiv, vor allem Erstkaufrechnung, ich glaube von 1995, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Heißt, hat der Käufer aufgehoben, wurde bis jetzt mitgetragen, jetzt ist sie bei uns in den Händen. Sucht einen neuen Besitzer, ist extrem schön, hat auch vom Band her quasi die schöne Presidential-Schließe mit der Krone, was ja auch immer sehr, sehr beliebt ist bei den Uhren. Genau, auch in sehr gutem Zustand. Das Geile, was man an der Uhr wissen muss, ist, dass die den Datums-, aber auch den Tages-Quickset hat. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf die erste Stufe gehen und drehen, dann ändert sich der Tag. Hoppla, das muss man sehen, genau. Wenn wir allerdings in die andere Richtung drehen, ändert sich der Tag. Und das ist eigentlich etwas, was, ich sag mal, die anderen Referenznummern von Rolex, die anderen Day-Dates nicht drauf haben. Genau. Und Marco meinte, oben ändert sich der Tag und noch in die andere Richtung das Datum und nicht nochmal der Tag. Wobei es auch der Tag ist. Ja, Doppeltages-Quickset. Limited Edition. Häng dich nicht drauf auf. So, dann packen wir die jetzt wieder ein, damit da keine Kratzer reinkommen. So. Dann machen wir, glaube ich, weiter mit der Datejust. So, Patrick, welche Ref ist das? Das ist die Datejust 36 und zwar die 16220 mit blauem Blatt. Zustand ist Bombe. Man sieht es hier sehr, sehr gut. Auch hier Glas, top. Ziffernblatt top, die Schließe. Nette, jetzt ist top. Wisch mal kurz über das Ding drüber, da ist ein bisschen. Hier ist es gut. Da ist ein bisschen Staub drauf. Ja, sieht mega aus. Auch die Schließe. Ui. Ja, sehr, sehr schöner Zustand. Genau. Also mit Datums-Quickset, blaues Blatt. Die Uhr kommt nackt. Aber wie man sieht, Zustand ist traumhaft. So. Hier den schönen Datums-Quickset. Und nun zum Highlight des Videos. Wir haben die zwei wunderschönen Daytonas, gleiche Ref. Wir reden hier über die 116520. Einmal mit schwarzem Blatt. Und einmal mit dem wunderschönen weißen Blatt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, gibt es eigentlich keine wirkliche Antwort auf die Frage, welches schöner, welches begehrenswerter. Die sind beide preislich ungefähr gleich. Die sind beide auch optisch ziemlich geil. Der Patrick ist ja ein Riesenfan von der mit dem weißen Blatt. Ich persönlich bevorzuge das schwarze Blatt. Das ist reine Geschmackssache. Genau, aber an sich die Daytona mit der Stahllünette, sehr geile Uhr. Sehr unauffällig auch, kann man überall tragen, trägt man auch ins Büro. Das ist keine Uhr, die jetzt mal beispielsweise wie eine Pepsi auffällt oder wie eine Hulk auffallen würde, sondern die ist wirklich eine Uhr, die auch alltagstauglich ist, die ist auch company-tauglich, kann man auch unterwegs tragen. Und ein Kenner sieht natürlich, dass es eine Daytona ist, aber es ist keine Uhr, ich sag mal, die aussieht, also sie sieht nicht so aus, als wenn sie mehr wert wäre als eine goldene Day-Date. Aber ja, wir wissen ja, was Daytonas wert sind. Und dann sieht man sie halt auch ganz klar.
Hier in dem Licht, muss ich echt sagen, sieht die schwarze tatsächlich ein bisschen besser aus. Bei Tageslicht gefällt mir die weiße etwas besser, aber es ist einfach, wie Marco gerade meinte, ein klares Präferenzthema, welche Uhr da wem zusagt. Wobei, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den zweien, muss ich zugeben, würde ich beide nehmen. weil die weiße ist so eine Uhr, die sieht einfach richtig clean aus, sie sieht geil aus, die kannst halt zu einem schönen sommerlichen Outfit rocken und abends, ich sag mal, gerade eben bei so gedimmtem Licht, so etwas, ich sag künstlichem Licht, sieht halt die schwarze extrem geil aus. Also wer die Möglichkeit hat, beide zu kaufen, wir haben beide in Stock, also meldet euch gerne. Und jetzt zur letzten Uhr des Abends. AP Royal Oak Offshore. Blaues Blatt, blaue Innenlünette, Stahl. Mit dem blauen Kautschukband, mit der schönen AP Dornschließe. In einem richtig schönen Zustand. Das Band kann man eigentlich auf dem Video nicht mal richtig vermitteln, wie gut es aussieht. Also einfach top. Was an der Uhr ein absolutes Highlight ist, das ist der Glasboden hinten. Du kannst halt reinschauen ins Werk. Und das ist halt, wenn man ein AP-Werk sich anschauen kann, das ist eigentlich ein Luxus, den man sich auch mal gönnen kann. So, fokussiert. Das Geile an der Uhr ist, es ist ein Chronograph. Das heißt, man kann wie bei jedem Chronograph die Zeit stoppen. Das heißt, man hat auch eine Funktion. Man kann die Uhr zu mehr als nur zum Zeitablesen benutzen. Aber seien wir mal ehrlich, wer kauft sich einen Chronograph, damit er hier die Sekundenanzahl messen kann? Ich denke mal, die wenigsten, die meisten finden das halt einfach geil. Und das ist einfach eine Uhr der Superlative. Eine Offshore, das ist einfach eine geile Uhr. Definitiv. So, und jetzt? Kauf sie jetzt. Porsche Cayman S. Und jetzt haben wir noch was ganz Cooles zum Unboxen. Ich habe es schon gesehen, Marco noch nicht. So, schauen wir mal, was der Patrick mal wieder bestellt hat. Ich zeig mal den Bag. Ja, wie man kann es erkennen. Wow. Ja, kann man auch machen, ne? Ich meine, wenn man Uhren in dem Wert dabei hat, dann braucht man auch einen schönen Beutel, oder? Ja, ist quasi für unsere Messe, wenn wir auf den Uhrenmessen sind, braucht man irgendwie einfach auch einen Platz. Staumöglichkeit. Und weißt was? Dann machen wir jetzt Folgendes. Genau, machen wir direkt mal Test auf Example, ob die Uhren hier reingehen. Ich denke ja, ich hoffe ja. Mhm. 4, 5. 6, 7. Ja, ich schätze mal, so gut 10 Uhren kriegt man da auf jeden Fall rein. Okay, sehr geil. Da sind jetzt noch Cartiers dabei, die extrem sperrig sind. Ja, und vorne hat man ja trotzdem noch Platz, sage ich mal, um Zeugs reinzumachen. Ja, genau. Das sieht jetzt auch einfach so fett aus, weil da das ganze Papier rumlungert. Aber wenn man das mal rausnimmt, guck mal, hier kannst du trotzdem Geldbeutel und so weiter. Eigentlich eine ziemlich geile Tasche. Ja. Sieht nur zu deinem Outfit irgendwie nicht so nice aus heute. Aber es ist nicht so schlimm, weil weißt du, was es gut aussieht? Zu was? Zu Goat Luxury T-Shirt. Gib mal her. Mal auf hier. Einmal quick change. Hier. So. Quer, quer. So. Das ist doch absichtlich so ausgewählt. Ui. Goat Luxury Logo hier drauf. Nee, fühlt sich gut an. Ist auch ganz gut, was man wissen muss, auf der Messe, wo natürlich viele Uhren gedealt werden,
Gibt es auch viele Leute, die nicht ganz ehrlich sind und die schauen, dass mit einmal was aus der Tasche gezogen wird oder so. Von dem her gesehen ist es besser als ein Rucksack, weil man es einfach vorne tragen kann. Man hat es immer im Blick, man hat hier das zweite Fach, wo dann irgendwie ein Werkzeug drin ist, wenn man ein Band abnehmen muss oder so, um die Nummer zu kontrollieren. Und man muss nicht immer dieses große Fach reinmachen, wo dann die Uhren drin sind. Das heißt, die Uhren sind so wenig gefährdet wie möglich. Dreh dich mal um. Und wie man sieht, man hat hier hinten nicht, im Vergleich zu einer ganz normalen Bauchtasche, hat man nicht irgendeinen Clip, den man einfach kurz aufklippen kann und schon ist die Tasche weg, sondern das ist richtig schön. Eigentlich eine relativ sichere Tasche und gleichzeitig halt auch ein bisschen, sag ich mal, ein Statement, weil eine Givenchy-Tasche, ja. Und man kann es auch hier so als Täschchen tragen, was man nie tun werden. Was wir nie tun werden, aber nee. Ist eine schöne Bag, hat eine gute Größe. I gotta give it a go, yeah. I gotta grind, working for money in the door, yeah. Stop wasting time, you wasting your time, for real. I'm buying no cap for real. Remember we came from the dark for real.